Ach, hier. Vor lauter Menschen sieht man es nicht. Oh Gott. Nein! So. Jetzt aber. Schon gut. Ich knabber jetzt an meinem Brot weiter. Ausgezeichnet. Damit wären alle Vorbereitungen abgeschlossen. Ich nehme an, alle vier von euch sollen teleportiert werden. Mhm. Nein, danke. Der herkömmliche Weg soll mir genügen. Ich bin schon mit dem Ätheriten vor Ort harmonisiert. Echt? Aber dann habe ich ein Versuchsobjekt weniger. Und das wäre schade. Ich glaube, die geht echt davon aus, dass wir verrecken. Was soll's? Dann reiht ihr drei euch bitte auf. Genau so. Entspannt euch bitte. Die Teleportation beginnt gleich. Ah, fast hätte ich's vergessen. Bei dieser Methode ist die Ätherüberreizung etwas unangenehmer als sonst. Aber wird schon. Gute Reise! Gute Besserung! Und tschüss! Arrivederci! Auf nimmer Wiedersehen! Und schwarzer Bildschirm. Satan, die stolze Fürstin Tavners. Sie harrt auf ihrem südöstlichen Thron und wacht über das Myriadenmeer. Einst floss der Völker endlos Zwist als Gift durch ihre Adern. Doch anstatt zu vergehen, hielt sie stand. Dosis um Dosis wurde es ihr zum Nährboden und aus Vielfalt hier die Fortschritt. Dies ist die Alchemie Ratsatans. So erblühte auch ein starker Geist in der geeinten Nation, die ihre Insel ebenso glühend verteidigt wie ihre Unabhängigkeit. Und doch... lassen die Schatten der Arktis die strahlenden Farben der Metropole verblassen und halten sie in erbarmungslosen Wirkung. Kann er... gebrochen werden. Läuft, würde ich sagen. Wenn ich irgendwo ankomme, regnet es immer. In aller Regel. Ist euch leicht schlecht?
Ihr drei seht elend aus. So gar nicht. Alter, dieser Sarkasmus! So nach dem Motto, hab ich's euch nicht gesagt? Ihr braucht erstmal was zu trinken. Bin gleich wieder da. Mhm. Wohl was Ordentliches. Bitte. Will. Übrigens, Krile hat Anmerkungen hinterlassen. In unserem... Eine davon war, dass Istinje nicht mit Gil umgehen kann. Und wir ihn ja nicht aus den Augen lassen sollen, wenn er einkaufen geht. Ja, das sag's mir jetzt. Uns geht's plötzlich wieder gut. Wir sind dann wieder zu Bewusstsein, aber irgendwas stimmt nicht. Alles dreht sich und dein Magen fühlt sich an, als hättest du eine eisige Bleikugel verschluckt. Du wirst von einem heftigen Fall von Ether-Überreizung heimgesucht. Immerhin bist du in einem Stück entlangt. Ja, danke. Alter. Luna! Schön. LOL. Gleichzeitig. Überhaupt nicht unheimlich. Ja, ach du ahnst es nicht. Muss ich da irgendwas tun? Ich meine, ich sehe es nicht. Die neue Frisur bei Luna sieht so ungewohnt aus. Ja, in der Tat. Ah, schön. Ach, da hinten muss ich hin. Ei. Lass mich jetzt auch nicht so stehen bleiben. Wie soll man so vorankommen? Estinien? Hey Meister, dran mir irgendwas erfrischen ist, das gut gegen Kater für ein weit gereister Kunde, wie ich sehe. Und ihr seid bei genau dem richtigen Händler gelandet. Wetter hält. Ich habe einen Zaubersaft im Angebot, der wahre Wunder wirkt, um einer durchzechten Nacht entgegenzuwirken. Amaralasi, aus erlesensten Kräutern und Früchten. Und weil ihr mich an meinem Neffen erinnert, werde ich euch einen Sonderrabatt gewähren. Nur 19.800 Gil und 3 Zaubersäfte sind euer. Na, was sagt ihr, mein Freund? Ich garantiere euch, dass euer Kater im Nu wie weggeblasen ist. Was ist das? Ein Elefant! Ah, wie geil ist das denn? Zehn wirkt unentschlossen. Signalisiere ihm, dass er hier übers Ohr gehauen wird. Wann ist denn vor dem Kauf? Niemals. Okay. Du hier? Hast du dich schon wieder erholt? Und was für das komische Gefuchtel? Ah, verstehe. Diese letzten Dinger sind vollkommen überteuert. Das wurde wohl jemand einem Drachenreiter übers Ohr hauen. Nein, mein Freund. Ich habe mich versprochen. Das ist alles. Die drei Amra, lass sie es kosten, zusammen 1980 Gil. Ja, na klar. Einfach sehen. Das könnte sie mir glauben. Ich bin eine ehrliche Seele. Wirklich. Du kannst von Glück sagen, dass ich heute gute Laune habe. Hier, deine 1980 Gil, du Gauner. Und die ist hübsch.
Nimm du die Getränke, überreich sie an Orionji und Tankit und ruht euch noch ein wenig aus. Danke. Schauen wir noch ein bisschen um und stoß dann später zu euch. Danke dön. Sogar den Story weiterzuspielen, ja. Oh, ich find's auch richtig toll. Lass mich weiter! Lauf, lauf, lauf. 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 Ist er hier? Doch da! Warte, das hat gerade aufgeblinkt. Da. Bitte sehr. Greif zu, Junge. Muss ich die Rache der Gott anfühlen, ja. Danke, das war tatsächlich erfrischend. Ein Hoch auf dich und Destinien. Und die Früchte des Südens. Schätzt du, dass unsere Reisekasse noch im letzten Moment retten können? Vielen Dank. Uff, es wird schlecht. Sollen sie nicht alle so ansteigen hier? Wir sind sogar noch aufgestanden. Danke, wenn du sagst, es hilft, vergiss nicht dein eigenes Wundermittel. Boah, dieser fruchtige Joghurt hat seine Wirkung nicht verfehlt. Der höllische Übelkeit ist fast ganz verflogen. Meinetwegen können wir mit unserer Mission fortfahren. Na, wie ich sehe, komme ich gerade zur rechten Zeit wieder. Estinien, was ist mit deinem Haar geschehen? Oh nein, will ich's wissen? Naja, es geht. Es ist okay. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt gerade. Ich hab's schlimmer befürchtet. Ich habe es kürzen lassen. Ich kann zwar schlecht auf meine Rüstung verzichten. Ich habe im Trailer tatsächlich nicht auf die Frisuren geachtet. Ich habe im Trailer auf alles andere geachtet, aber nicht darauf, wer welche Frisur trägt. Also wirklich. So frisurengeil bin ich dann doch wieder nicht. Zumindest nicht bei Männern. Bei Frauen hätte ich drauf geachtet. Bei ihm habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Auf alles andere, aber nicht darauf. Hier sehen sich jetzt halt alles auf verdammt heiß. Ja, ja. Genau. Und was hat es mit diesem goldenen Haarband auf sich? Das ist Gold. Das habe ich hier in der Stadt erstanden. Es ist feinstes Handwerk, Kunst aus Tavernier. Angeblich extrem schwer zu bekommen heutzutage. Ah, ja. Und das hat wie viel gekostet? 9400 Gil oder so. Das Band ist stabil und soll echte lokale Wertarbeit sein. Ein Schnäppchen. Wahnsinn. Hier, man muss ihn stoppen, bevor wir alle bankrott gehen. Ja. Kann es sein, dass unser lenzenschwingender Dragoon eine verschwenderische Ader hat? Ich möchte Estinien nicht vorverurteilen. Aber ich fürchte, die Indizien lassen ihren Schluss durchaus zu. Aber es ist erwähnenswert, dass die Händler besonders erpicht darauf zu sein scheinen, diese Schwäche auszunutzen. Und ich hätte auch eine Vermutung, wie das zusammenhängen könnte. Die ersten Bewohner dieser Insel waren ein Volk von Matanga, das sich Akasodara nennt. Okay. Ihre Kultur vermischt sich mit einem anderen Volk und so entstand etwas Einzigartiges. Ratz Atans Kunsthandwerk und seine Produkte sind daher im Ausland sehr gefragt. Die Entwicklung zu einer Handelsnation war da eine logische Folge von allem, wenn man bedenkt, dass die Lage Tavernier als Bindeglied zwischen den Ländern westlich und östlich des Ozeans geradezu ideal für den Warenverkehr ist. Die Hafen stellen für eine solche Nation natürlicherweise die Tore zur Welt dar. Überteuerte Preise und unlautere Praktiken würden den Ruf der Händler da schnell schädigen und den Handel mit dem Ausland lähmen. Daher vermute ich, dass die Bewohner sich in einer schweren Krise befinden müssen, wenn sie zu solchen Methoden greifen.
Um das zu verifizieren, fehlen uns noch Informationen. Wir sollten uns daher umhören. Vielleicht erfahren wir dann auch mehr über den Turm, der hier aufgetaucht ist. Klingt vernünftig. Laut Kieles Anweisung soll sich unser Kontakt auf der Insel in einem etwas entlegeneren Dorf befinden. Ich würde sagen, wir hören uns erstmal in der Stadt um. Endlich wieder eine Aufgabe, so in den Seilen zu hängen, liegt mir einfach nicht. Auf geht's! Juhu! Teilen wir uns auf, um Informationen zu sammeln. Was hältst du davon, wenn du dich am Pier umsiehst? Wir treffen uns dann später am Itriten wieder. Eigentlich will ich das Ding für eine Weile nicht mehr sehen, aber es ist ein guter Treffpunkt. Okay, sind die Jungs bei oben. Warum muss uns gerade regnen? Schnitte auch frei. Huch. Sag mal, ich war es mal. Ah, ich liebe es. Bitte. Und zurück. Ich finde es halt auch mega cool. Huch. Aber ich brauche trotzdem einen Baden. Sonst funktioniert das hier nicht. Hier ist nichts. Lieber einmal mehr gucken. Okay. Das sieht so goldfarben aus. Ist das Gold? Ich glaube, das ist Gold, ne? Sieht das ja richtig geil aus. So, das lese ich jetzt mal nicht vor. Sonst war es mal. Ich lese zwar den ganzen anderen Rest vor, aber das lese ich jetzt mal nicht vor. Kommen wir ja nie voran. Spooky Pooky. Hübsche Katze. Wo muss ich jetzt hin? Da lang. Was meinst du damit, das Schiff aus Damaska wird nicht kommen? Was soll ich jetzt mit den ganzen Waren tun, die man versprochen hat zu kaufen? Das weiß ich auch nicht und ich kann das leider nicht ändern. Auch wenn dir das deinen Kragen platzt. Sie sagt einfach nur, dass die Tavernier nicht mit anlaufen würden. Aber offen gestanden verwundert es mich auch nicht. Das Kaiserreich ist im Aufruhr und das gleiche gilt für seine Provinzen. Das hat Auswirkungen auf den Handel. Außerdem muss ich dich wohl nicht an den verfluchten Turm da draußen erinnern, der unentwegt Monstrositäten ausspuckt. Das Hadan ist bislang noch sicher, aber wir genießen hier draußen nicht den gleichen Schutz. Jeder halbwegs vernünftige, denkende Händler würde es sich zum Zwamme überlegen, sein Hab und Gut zu verriskieren. Schon gut, du hast ja recht, aber das wird ein verdammt großer Verlust für uns. Das sage ich dir.
Gut, vergessen wir die Demaskaner. Wie sieht es denn mit den anderen an den Schiffen aus? Es können doch nicht plötzlich alle die Hose voll haben. Die Lager sind bis oben hin mit diesen Früchten, erlesenen Früchten, Handwerksgütern und alchemistischen Tinkturen gefüllt. Das Beste, was Tavnir zu bieten hat. Das Handelshaus arbeitet eng mit den begabtesten Handwerkern und Händlern Razzadans zusammen mit unseren ausländischen Kunden nur die hochwertigsten Waren zu bieten. Die Rüstung an. Mach ich gleich. Ich weiß. Kalsal, auf dich und dein Konsortium war immer Verlass. Aber mir sind die Hände gebunden. Alle Handelsschiffe, die Tavnir anlaufen sollten, wurden auf anderen Routen umgeleitet und ihre Ankunft wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Tut mir leid. Und wer bist du, wenn ich fragen darf? Jetzt merken die erst, dass wir da sind. Oh, eine Reise. Ihr seid nicht zufällig jetzt, um zu handeln? Nö, wie doch nicht. Ach, das war ja auch zu schön, um wahr zu sein. Entschuldige, aber wir haben nun wichtige Dinge zu besprechen. Wenn du etwas brauchst, dann sprich bitte mit den anderen. Entschuldige bitte. Ich heiße Matsia und muss Meister Kalsal sprechen. Ignoriert ihn. Oh, er scheint beschäftigt zu sein. Dann werde ich es wohl später noch einmal probieren. Jetzt tut er mir irgendwie leid. Alter. Ich sehe eine Samtpfote. Oh mein Gott. Die Samtpfoten sind unterwegs. Sieht aber echt gut aus, Luna. War cool. Mit Brille sieht das aber richtig ungewohnt aus. Das muss ich einmal. Das Ding ist cool. Das kann ich noch machen. Der Mutter ist es aber vom Geburtshofer. Ah, okay. Stimmt, warte mal. Schön. Alter. So, wie oft habe ich Luna jetzt gekillt, während meine Waffe da so rumfliegt? Wo muss ich hin? Ach, da in den Pulk rein. Natürlich muss ich da in den Pulk rein. Der ist wenigstens groß genug, den sieht man. Boah, erschreck mich doch nicht so. Was kann ich für dich tun? Ah, richtig, du warst auch eben bei Meister Kalsal, nicht wahr? Ich heiße Matsia und bin Fischer aus dem Dorf namens Akiali. Normalerweise verkaufe ich meinen Fisch an Kalsal, der ihn wiederum an Händler aus dem Ausland verkauft. Aber in letzter Zeit kauft er mir nichts mehr ab, als ich hörte, dass das Handelshaus in Schwierigkeiten steckt, wollte ich deshalb direkt mit ihm reden. Meister Kalsal ist ein vielbeschäftigter Mann. Da möchte ich ihn eigentlich nicht stören, aber... Ja. Aber, ne?
Das waren Hände, ne? Entschuldige die Frage, aber welchen Beruf gehst du nach? Gar keinen. Abenteurer? Du bist also eine Abenteurerin. Also reist du durch die Welt, um anderen in Not zu helfen? Dann bist du bestimmt auch gut darin, auf Fremde zu gehen. Bitte, würdest du mir beibringen, wie man das macht? Sieh hier, ich habe Fisch mitgebracht. Das ist das letzte bisschen, das noch nicht verdorben ist. Diese Restbestände möchte ich nun verkaufen. Weil ich bin einfach furchtbar schüchtern und unbeholfen, wenn es darum geht, mit Fremden zu sprechen. Brauchst du einen anderen Job? Daher habe ich meinen Fisch immer nur an Meister Kasai verkauft. Ihn kenne ich und er kennt mich. Bei dir spüre ich komischerweise meine üblichen Unsicherheiten nicht. Kannst du mich vielleicht begleiten und mir zeigen, wie du meinen Fisch verkaufen würdest? Vielleicht lerne ich es bald selbst zu tun. Okay. Falls du mir helfen willst, werte Abenteurerin, musst du mir nur Bescheid sagen. Ich bin jederzeit bereit. Ja, denn. Verkauf mal Fisch. Not hier. Okay. Wir verkaufen den. Um den Auftrag durchzuführen, musst du die Auftrags hier. Wer in der Nähe ist. Okay. Nochmal gucken. Kann ja nur in die Hose gehen. Ja, kann ich was für dich tun? Für dich Interesse an einem Fisch? Ja. Versuchen wir es einfach mal. Ah, das kommt etwas blöd. Ich brauche gerade keinen Fisch. Danke. Okay. Ich immer gesagt, beim nächsten Kunden läuft es ein bisschen. Okay, dann machen wir was heute. Hätte ja sein können, dass es klappt, ne? Hui. Hui. Hab alle verhauen. Echt? Das macht nicht besonders viel Mut. Das ist dir klar, oder? Du bist eine Händlerin und willst mir was verkaufen? Ja, will ich. Okay, das geht jetzt mal nicht vor. Lecker. Und mein Fisch ist lecker. Ich frage einfach mal freundlich. Kein Schiff, an dem stapelt sich die Ware. Wir versuchen es einfach mal. Mögt ihr Fisch? Fisch? Tatsächlich liebe ich Fisch. Okay. Wir haben da was. Ja, du verkaufst Früchte. Sardinen, die passen gut zu. Oh. Haben wir Sardinen? Also einen haben wir, glaube ich. Juhu! Wir haben erfolgreich Fisch verkauft. Eine Niete und einmal geschafft. Lüpp doch.